In England entwickelt sich ein 30 Tonnen schwerer Finnwal zu einer makabren Touristenattraktion. Das Tier wurde an der englischen Nordseeküste angespült und ist dort verendet. Für die örtlichen Behörden eine logistische Herausforderung. Man wolle das 17 Meter lange Tier nicht am Strand zerteilen, sondern am Stück abtransportieren, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag, den 4. Mai. Der am Dienstag angespülte Wal ziehe bereits Schaulustige an. Familien würden zu dem Strand bei Bridlington reisen, um dort Fotos zu machen. Die Behörden riefen bereits dazu auf, sich von dem Wal fernzuhalten. Wir werden in den kommenden Tagen mit beauftragten Unternehmen zusammenarbeiten und versuchen, den Wal als Ganzes vom Strand wegzubewegen. Und wir arbeiten mit zoologischen Experten zusammen, um den Grund für dieses traurige Ereignis zu ergründen, sagte ein Sprecher der Gemeindeverwaltung. Andy Hyde von den Umweltdiensten der Stadt schätzte das Gewicht des Kadavers auf bis zu 30 Tonnen.